Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Wir freuen uns, dass die CDU endlich auch zu der Einsicht gekommen ist, dass wir eine scharfe Kehrtwende in der Migrationspolitik brauchen. Und es ist gut, dass der Herr Ministerpräsident der Debatte jetzt leider nicht folgt und Sie, Herr Innenminister, sich auf Bundesebene mittlerweile dafür einsetzen, dass an der deutschen Grenze zurückgewiesen wird. Die AfD fordert das schon lange, und wir haben leider viele Jahre Zeit verloren, weil sich die CDU nicht früher dazu durchringen konnte, hier gemeinsam mit der AfD für die dringend notwendige Kurskorrektur zu streiten. Aber dieses Versäumnis hat Menschenleben gekostet. Und das ist furchtbar und schwer zu ertragen, zumal es vermeidbar gewesen wäre. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt schnell vorangeht. Wie Sie selbst wissen, sind die meisten Ihrer und unserer Forderungen nur auf Bundesebene und nur gegen den erbitterten Widerstand einer uneinsichtigen Ampelregierung durchsetzbar. Das betrifft die Zurückweisung an der Grenze, das betrifft die Ausweisung weiterer sicherer Herkunftsländer und das betrifft auch eine notwendige Neuordnung des Asyl- und Aufenthaltsrechts. Hier ist deshalb nicht mit schnellen Ergebnissen zu rechnen. Umso wichtiger und dringlicher ist es deshalb, zumindest auf Länderebene, das umzusetzen, was in der alleinigen Verantwortung der Länder liegt. Hierzu gehört das Einbürgerungsverfahren. Die Einbürgerung ist die letzte Haltelinie, die verhindert, dass die Massenmigration unumkehrbar wird. Die Politik der Ampelregierung zielt darauf ab, die Massenmigration in möglichst großem Umfang in deutsche Staatsbürgerschaften umzuwandeln. Der Zeitpunkt, zu dem das neue Staatsangehörigkeitsrecht mit verkürzten Fristen zur Einbürgerung am 27. Juni diesen Jahres in Kraft trat, ist ja kein Zufall. Nach dem neuen Recht kann bereits nach 5 statt nach 8 Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit erworben werden. Unter bestimmten Voraussetzungen ist sogar eine Einbürgerung nach 3 Jahren möglich. Und jetzt rechnen Sie bitte mal. Die meisten Syrer kamen in den Jahren 2015 bis 2017 nach Deutschland. Rechnen Sie jeweils ein Jahr für die Verfahrensdauer hinzu, dann wäre die Masse der Syrer bei der Schwelle zur Einbürgerungsmöglichkeit nach dem alten Staatsangehörigkeitsrecht mit 8 Jahren erst nach der nächsten Bundestagswahl erreichbar gewesen. Und die Einbürgerungsmöglichkeit wäre nach dem alten Recht also in die nächste Legislaturperiode gefallen, in der die migrationsfreundlichen Ampelparteien im Bundestag vorhersehbar keine Gestaltungsmacht mehr haben werden. Die AfD fordert mit diesem Antrag, der Ihnen vorliegt, die sofortige Aussetzung der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen von Syrern und Afghanen. Warum ausgerechnet für diese beiden Gruppen? Laut den neuesten Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, BAMF, haben etwa 70% der syrischen Asylbewerber den Flüchtlingsstatus und damit Anspruch auf den blauen Pass. Bei den Afghanen sind es etwa 50%. Der Rest genießt nur subsidiären Schutz. Und wir wissen doch, dass Tausende Syrer und Afghanen mit Asylstatus unerlaubt mit dem blauen Pass, also dem Reiseausweis für Flüchtlinge und einem Double-Entry-Visa in ihre Heimatländer gereist sind. Und das wissen wir seit Jahren. Da gibt es Medienberichte seit Jahren. Sie alle müssten längst ihren Asylstatus und damit ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verloren haben. Geschehen ist nichts, weil man mit Duldung von ganz oben in den Behörden alle Augen zugedrückt hat und lieber gar nicht so genau wissen wollte, wer von den angeblich Bedrohten genau das Land aufgesucht hat, vor dem er sich angeblich nach Deutschland geflüchtet hat. Und es kann doch nicht sein, dass wir diesen Betrug in vielen Fällen auch noch mit einer Einbürgerung belohnen. Und wir fordern deshalb von der AfD die Aussetzung der Bearbeitung der Einbürgerungsanträge von Syrern und Afghanen, bis in jedem einzelnen Fall geklärt ist, ob eine unerlaubte Heimreise stattgefunden hat und damit ein Einbürgerungshindernis vorliegt. Hier haben wir eine Angelegenheit, die vollständig in Länderhoheit liegt. Die hessische Landesregierung kann hier unverzüglich und ohne die Beteiligung des Bundes handeln. Und das muss sie auch. Es ist den Bürgern nicht vermittelbar,
warum das nicht längst schon passiert ist und darüber hinaus keinerlei Daten dazu vorliegen, wie viele Fälle das in Hessen betreffen könnte. Wir fordern deshalb außerdem die hessischen Einbürgerungsbehörden dazu zu verpflichten, bei jedem Einbürgerungsverfahren zu prüfen und zu dokumentieren, ob Hinweise auf einen Widerrufsgrund für den Asylstatus vorliegen oder ein Widerrufsverfahren eingeleitet wurde. Polizei, Justiz, Sozialbehörden sollten zukünftig jeden Hinweis auf das Vorliegen eines Widerrufsgrundes an die kommunalen Ausländerbehörden, die Einbürgerungsbehörden und das BAMF weitergeben müssen. Und wir brauchen endlich eine Informationspflicht zwischen den hessischen Behörden, die es so bisher erstaunlicherweise nicht gibt. Deshalb sollten die hessischen Einbürgerungsbehörden, also die Regierungspräsidien, dazu verpflichtet werden, zukünftig jedem Hinweis auf einen Widerrufsgrund an die kommunalen Ausländerbehörden und die kommunalen Einbürgerungsbehörden weiterzugeben. Herr Ministerpräsident Rhein, ich hoffe, dass Sie sich diese Rede noch anhören, dass Sie das Thema überhaupt interessiert. Und Herr Innenminister Posig, Sie sind ja dankenswerterweise im Plenarsaal. Bei diesem Vorschlag der AfD können Sie zeigen, ob es Ihnen wirklich ernst ist mit einer migrationspolitischen Wende. Denn die Umsetzung dieser Maßnahmen aus dem Ihnen vorliegenden Antrag liegt allein in der Hand der hessischen Landesregierung. Ich fordere Sie auf, handeln Sie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.